Manche Menschen riskieren jeden Tag ihre Gesundheit, manchmal sogar ihr Leben, um anderen zu helfen. Es geht ihnen dabei nicht um Geld oder um Karriere oder irgendwelche Vorteile, sondern sie wollen einfach was Sinnvolles tun. 35 und 36 von 21. Für euch der Auftrag, Plattenträger, ballistische Helme anlegen und mit Maschinenpistolen den Hausflur verposten, bis SE eintrifft. Zugriff bei günstiger Gelegenheit ist frei. Deshalb stellen Sie Ihre Kraft in den Dienst der Gesellschaft. Sie schützen die Schwachen. Sie retten Leben. Sie sind da, wenn andere nicht da sind. Vorjubel 13 RC Eingang. Folgender Vermisstenfall kommt von der Leitstelle. Vermisst wird der 85-jährige Gerhard Müller. Herr Müller ist wohnhaft im Seniorenwohnheim San Francisco in Dortmund, wo er auch zuletzt gestern Abend von einer Pflegekraft gesehen wurde. Jupiter 1311. Für Sie zur Kenntnis. Im Rahmen der Bestreifung diverser Örtlichkeiten rund um das Waldgebiet konnte die vermisste Person, der Herr Müller, im Bereich des Läuferparkplatzes durch unsere Kräfte angetroffen werden. Wird die 33 Person flüchtig, Proxy Richtung Norden? Person ist flüchtig, Richtung Norden verstanden. 5079, die Örtlichkeit ist im Malekostraße, Ecke Münsterstraße. Person ist sicher. Wir schulden diesen Menschen Dankbarkeit und Respekt. Auf der B1 in Dortmund kam es zu einem schweren Verkehrsunfall. Sie können stolz sein auf das, was Sie tun. Ich wünsche mehr Bürgerinnen und Bürger, die widersprechen, die das einfach nicht zulassen, dass mit Polizisten so umgegangen wird, die sich zusammenschließen und auch ein Stück Welle des Respekts organisieren. Warum ist es so schwer, auch mal Danke zu sagen und nicht nur immer rumzukritisieren? Fehler werden überall gemacht. Es kommt darauf an, die große Leistung, die Polizistinnen und Polizisten, Feuerwehrleute, Rettungssanitäter jeden Tag leisten, auch zu würdigen, im wahrsten Sinne des Wortes. Danke sagen, Wertschätzung zeigen. Das ist angesagt. Diejenigen, die täglich für unsere Sicherheit einstehen, haben den Respekt und den Rückhalt unserer Gesellschaft verdient. Respekt? Ja, bitte.